wir sind hier im dritten Zimmer, was ich in diesen 3 Wochen hatte. Und zwar am Balkon. Ich habe ja hier begonnen im Zimmer 101. Da habe ich dann gewechselt, weil mein Mitbewohner, sagen wir so, er war, glaube ich leicht, verwirrt und habe immer vergessen, worüber wir gesprochen haben und worauf wir uns einigten. Was zur Folge hat, dass er einfach immer um 6 aufstand, die Rollo aufmachte und zu leben begann, während wir eigentlich noch eine gute Stunde hätten schlafen können. Ich habe dann gewechselt, habe dann mein Zimmer übers Wochenende gehabt, alleine. Am Montag kam ein neuer Zimmerkollege, war eigentlich auch ein sehr netter Kerl, hatte aber ein Sauerstoffgerät in der Nacht. Ist prinzipiell eine super Sache, vor allem für denjenigen, der es hat, weil dieses Sauerstoffgerät garantiert, dass er am nächsten Tag auch wieder aufwacht. Leider hat es zur Folge, dass derjenige, der daneben liegt und dieses Sauerstoffgerät nur passiv genießt, am nächsten Tag zwar auch wach ist, aber nicht sehr aktiv ist, weil man einfach nicht schlafen kann daneben. Eigentlich denkt man sich, so ein Sauerstoffgerät, das ist schön gleichmäßig auf und ab. So wie man es bei diesen Fernsehserien, wo sie im Koma liegen und so. Aber das ist nicht so. Es gibt ein paar Mal diese ruhigen. Aber dann gibt es auch diese Geräusche und die sind immer, die passieren irgendwann. Und wenn man dann halb einschläft, dann beginnt wieder so. Dann bin ich immer wach geworden. Es ist sehr anstrengend. Es gibt jetzt jemand, der teilt sich jetzt das Zimmer. Scheinbar kann der Kollege daneben schlafen. Ich konnte es nicht. Deswegen bin ich jetzt auf 115 und habe jetzt Balkon. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Zimmer. Mit einer gemütlichen Sitzecke und einem Schirmchen für starken Sonnenschein. Man sieht hier, das ist der Physiotherapiebereich. Da drüben sind die anderen Zimmer. Das nennt sich der Therapiehof. Das ist sehr idyllisch. Viel Grün. Da unten gibt es einen Basketballplatz. Dort unter diesem Baum ist so ein Kneippbecken. Und da seht ihr nicht ein Brunnen, eine Art kleinen Wasserfall. Von der anderen Seite sieht man ihn gut. Das ist ein sehr beliebter Platz für die Mittagspausen. Der Therapeuten und auch so am Nachmittag kann man hier sehr schön chillen. Also jetzt der Blick ins Zimmer vom Balkon aus. Hier ist der Eingang. Das ist der Schreibtisch. Fernseher. Und hier sind die beiden Betten. Das hier ist meins. Daneben ist das von meinem Zimmerkollegen. Unsere Kästen. Hier auf diesem professionellen Schreibtisch. Mit dem riesigen Acer. Hier entstanden die kurzen Reha-Tagebücher. Damit ich die Türen selber schließen kann, habe ich gleich gebeten, mir hier ein paar Bänder anzumachen. Das ist jetzt die Toilette. Bei meinem alten Zimmer ging sie automatisch hoch und runter. Hier habe ich links liegen den Aufsatz. Beim lasse ich von der Schwester immer rauf machen und so kann ich dann alleine rüberrutschen. In der Dusche haben wir einen Toilettenrollstuhl, damit ich duschen kann. Und das Waschbecken. Leider ist hier der Spiegel so hoch, der geht leider nicht bis runter. Ja, das war's soweit beim Rundgang durch mein drittes und letztes Zimmer.